Ganz viele OK-Mitglieder, Helfer haben sich entschieden, nach zum Teil ganz, ganz langer Zeit in OK nun die Verantwortung an Jüngere zu übergeben. Unsere Sekretärin Sandra Herren, unser scheidender OK-Präsident Uli Stegger. Wir sagen Dankeschön für die gute Piste an Walter Kammer, Monika Zürcher und Christian Inaglitt. Ursula Mühlemann, merci vielmals, Denise Hauser, Christian von Alben, Markus Jäcki, Beat von Alben. Also reibungslos gegangen. Das Einzige, was ich noch gesehen habe, war ein geschärftes Kind, aber das mehr habe ich nicht gesehen. Ja, ich habe es gehört, das kann ich sehr rühmen. Der Geist in unserer Siege, Viva! Wir stoppen alle Siege! Viva! Nochmals ein Applaus für Thomas Reusser, Werner Lüthi und Josef Hettecker, die drei schnellsten bei den Senioren 2. Nochmals einen donnernden Applaus für die ersten drei Ladies. Eva Meyer, Ela Kemper und Esther Aschemann. Ja, die Faszination ist einfach mal Kameradschaft, Gegend da. Und ja, wir haben eine gute Truppe und wir sind immer gekommen. Also wir sind so wie ein harter Kern, wo einfach uns jedes Jahr hier wieder finden und es lustig haben. Und das ist die Hauptmotivation eigentlich. Kontinuierlich, oder? Oben musst du schauen, dass du einfach einen guten Ski hast. Vorne musst du ein Schild, Hornhütten umeinander. Dort musst du einfach schauen, dass du magst. Also wenn du aus der Hockey kommst und aufstehst, dass du noch Stöckchen und Glitscherschritteln magst. Und dann durch Kanonenrohr, Raben und Blattwang. Dann musst du einfach schauen, dass du sauber stehen kannst und schöne Kurven kannst ziehen. Wenn du das nicht kannst, verlierst du dort eben auch. Und dann musst du natürlich, wenn du reinkommst, nach einem Almendhubel, musst du wieder fähig sein, das Stützchen einigermaßen hochzuschieben. Und dort darfst du halt auch nicht alles rausgeben, auch wenn der Rektor ab. Weil, wenn die Batterien leer sind, wenn du auf die Brücke reinkommst, dann magst du nachher auf dem Weg unten fast nicht mehr in die Hockey. Ich begrüße euch zu den 70. Inferno-Rennen. Wir haben dieses Jahr mehr Wetterglück als letztes Jahr, dürfen wir uns glücklich schätzen. Ihr wart sicher heute alle unterwegs. Super Piste, perfekte Verhältnisse. Morgen, habe jetzt vorhin noch mal das Wetter abgecheckt, morgen soll diese Wolkendecke nicht hier im Tal sein. Morgen auf dem Gipfel mit den beiden Traversen ist natürlich ganz anforderungsreich für den Wachs und für die Struktur im Ski, aber ich bin sicher, ihr seid da vorbereitet. Ich wünsche euch gute Beine, starke Arme und eine gute Lunge bis hinunter nach Lauterbrunnen. Das Inferno-Rennen ist für die Schildhornbahn sicher der wichtigste Winteranlass. Es ist
enorm imageträchtig. Ich glaube, wer Inferno sagt, denkt automatisch auch Schildhorn. Insofern ist das natürlich ein unheimlich guter Imageträger für unsere Bahn und für unser Wintersportgebiet. Gute Fahrt zu machen und schnell zu sein. Das 31. Das ist es so, genau. Immer. Das gehört sich so. Vom Max? Ja, ist sicher härter Wachs drauf. Für das länger Rennen und etwas aggressiver Schnee, bei härter Wachs, das beschießt. Nein, ich glaube nicht, aber weißt, es muss Spass machen. Das ist die Hauptsache. Merci. You're from the media. Ja, ich bin gerade noch da an der Wärme. Come on, man. Keep there, you got big claws, let's go! Es ist kalt. Nein, überhaupt nicht. Man muss im Kopf mitfahren und vor allem schauen, dass man keinen Unfall baut. Alles andere, wenn man schnell runterkommt, ist schön, aber Hauptsache, man ist noch gesund. Genau, ja. Ja, schon ziemlich. Jetzt das zweite Mal. Darum noch mehr, oder? Und letztes Jahr war es nicht von ganz oben. Das erste Mal. Ja, genau. Heil runterkommen ist mein einziges Ziel, das ich kann. Hey, ja, mach's gut. Ich hoffe es, ja, die Piste sind gut, das Wetter ist gut, ist alles gut. Und die erste Mannschaft hat viele Witz gut ist. Danke. Ich bin verantwortlich für die Samariter, für mit den Patrouilleuren zusammen, die von Schildhornbahn angestellt sind. Sind wir für die Sicherheit zuständig von unseren Fahrern hier. Wir haben aber mit den Patrouilleuren zusammen haben wir etwa 40 Leute auf 18 Posten verteilt vom Schildhorn bis auf Lauterbrunnen. Ihr seid Dreck, ihr könnt klatschen sehen auf die Schnorrenschläge. Ihr müsst warten, bis ihr die Ski wieder annehmen. Und einer geht.
Es ist zum Glück ist nichts passiert. Der Fahrer steht mittlerweile wieder. Und es war jemand vom OK bei ihm, gewesen, der betreut hat. Und er fährt schon wieder weiter und hat das Rennen wieder aufgelassen. Wir hatten einen Bruch, einen Oberarmbruch. Das ist nicht sehr schlimm. Für den, der es aber bräucht, ist es genug schlimm. Also von dem her haben wir Glück gehabt bis dahin und hoffen, dass wir das Rennen weiter können ziehen ohne schwerere Verletzung. Hey Rolf, wir wünschen dir noch viel Glück, gell? Kommt gut an, ciao! Hey, hey, hey!